Aufgrund eines Generalstreiks in Belgien ist auch der Luftraum über dem Land an diesem Mittwoch vollständig gesperrt. Zur Gewährleistung der Sicherheit stehe aufgrund der Arbeitsniederlegungen nicht ausreichend Personal zur Verfügung, teilte die Flugsicherheit des Landes mit. Nach Angaben des deutschsprachigen belgischen Rundfunks BRF sind von der Schließung der Flughäfen rund 80.000 Reisende betroffen. Andauern soll der Streik bis heute Abend 22 Uhr. Auch andere Verkehrsbereiche, darunter die Bahn sowie Bus- und Taxiunternehmen, bieten, wenn überhaupt, nur einen eingeschränkten Betrieb an. Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne. Die Verhandlungen über die Regelungen für die kommenden 2 Jahre waren gescheitert.